meisten befahrenen Eisenbahnstrecken, Frankfurt am Main Richtung Süden. Die Eisenbahn, ein schienengebundenes Transportsystem. Fahrweg aus Eisen seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Früher dienten Pferde als Antriebskraft. Das weltweite Eisenbahnnetz hat heute eine Länge von ca. 1.150.000 Kilometer. History der Antriebe, die Pferde, dann die Dampfmaschine. Ab 1879 schon mit Elektroantrieb von Werner von Siemens entwickelt. Ab 1900 auch mit Otto- bzw. Dieselmotor. Heute auch mit Turbinen. Experimentell wurden auch Propeller- und Strahlantriebe erprobt. 1835 die erste deutsche Bahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth. Weitere Museumsbahnen und Bahnen von heute im Kontrast. Von den vielen Bahnstrecken hier südlich von Frankfurt-Main die nonstop und dicht befahrene Strecke Frankfurt-Basel bzw. Frankfurt-Wien, zum Beispiel über München, für lange Strecken viergleisig. Man sieht von hier auch die Skyline von Frankfurt am Main.